Unsere Suche nach den geheimnisvollsten Orten führt uns nach Rishikesh in Indien. Durch die Stadt fließt der Ganges. Tausende Pilger kommen jedes Jahr hierher, um am heiligen Fluss zu beten. 1968 wird der winzige Ort am Ende der Welt schlagartig berühmt, als die Beatles hierher kommen. Die Popstars haben damals in einem Ashram, eine Art Kloster, gewohnt. Beatles Ashram, ne? Ah, Beatles Ashram. Beatles Ashram, ne? Ja. Ist mir gut oder gut? Ja, yeah, warte. Okay, very good. Im Vorfeld konnten wir keinen Termin ausmachen. Wir fragen erst einmal nach, ob wir filmen dürfen. Doch der Wärter schaut skeptisch auf unsere Kamera. Rein dürfen wir, aber filmen nicht. Wir sollen es morgen nochmal versuchen. Etwas abseits am Flussufer lassen wir unsere Drohne steigen. Der Blick zeigt ein riesiges Gelände mit merkwürdigen Kuppelbauten. Alles scheint verlassen. Ein Stacheldrahtzaun umgibt die gesamte Anlage. Wir sind gespannt, ob wir hier überhaupt noch Spuren der Beatles finden können. Wir fahren in die Stadt zurück, um ein Hotel zu suchen. Auf dem Weg fällt uns auf, wie viele Ashrams es hier gibt. Heilige Gelehrte stehen am Straßenrand. Rishikesh ist ein echter Touristenmagnet. Was macht den Ort so besonders? Wir fragen eine indische Touristin. Jeder Hindu sollte in seinem Leben einmal hier gewesen sein. Mindestens einmal im Leben. Aber es ist so schön hier. Wenn man einmal hierher gekommen ist, will man immer wiederkommen. Es ist wie zurückkehren. Um herauszufinden, was uns morgen im Beatles Ashram erwartet, besuchen wir einen der populärsten Ashrams im Ort. Tausende Pilger kommen jedes Jahr hierher. Urlaub im Ashram ist sowohl bei den Indern als auch bei ausländischen Touristen äußerst beliebt. Viele bleiben mehrere Wochen. Wir treffen Laurie, eine Mitarbeiterin. Sie erklärt uns die Regeln. Gibt es Regeln für das Leben im Ashram? Es gibt ein paar Regeln, aber nur wenige. Wie ihr sicherlich schon wisst, ist Rishikesh zur heiligen Stadt ernannt worden. Das bedeutet, dass legal kein Alkohol verkauft wird. Man isst hier vegetarisch, kein Fleisch, kein Fisch und keine Eier. Die gleichen Regeln gelten damals auch für die Beatles. Das ist der Tagesplan. 4.45 Uhr geht's los. Mit Bad im Ganges, danach Frühgebet, Yoga und abends geht's dann weiter. Also ist schon auch ganz schön durchgetaktet. Reporter Alex findet die Kantine. Das Essen ist vegetarisch und für alle gleich. Das galt auch schon zu Zeiten der Beatles. Es gibt frittierte Kartoffeln, Gemüsecurry, dazu Reis und ein scharf gewürztes Fladenbrot. Der Preis 80 Cent für das Mittagessen. Einige kommen nur zum Essen her. Hi, sorry, may I ask you a question? Yeah, of course. Yes. You're staying here in the ashram? I don't know yet. You want to? Yeah. Why? I'm a big Beatles fan. So. You're a big Beatles fan? Yeah. Okay. The whole way from Germany here. Yeah. Dann können wir Deutsch sprechen. Okay. Sehr gut. Können wir auch. Du suchst den Beatles Ashram. Ganz genau. Ja. Großer George Harrison Fan schon immer gewesen. Hier. Gitarre dabei. Am nächsten Morgen sind wir wieder auf dem Weg zum Beatles Ashram. Diesmal mit Vincent. Er ist ein großer Fan und möchte unbedingt einen Song der Beatles spielen. Am besten da, wo sie geschlafen haben. Wir fragen erneut nach einer Drehgenehmigung. Diesmal klappt es. Wir dürfen im Ashram drehen.
Sieht schon geil aus, ne? Auf jeden Fall. Ja. Okay, jetzt noch runter. Wahrscheinlich könnte jetzt die Stufe zusammenbrechen, wenn ich hier drauf gehe. Also die Hütten waren auf jeden Fall nicht schlecht. Ah, hier war das Badezimmer. Strom haben war sie schon auch. Strom, ne? Also war schon jetzt nicht so ganz. War irgendwie schon luxuriös auch, ne? Für die damalige Zeit. Diese merkwürdigen Waben waren also richtige Wohnhäuser mit zwei Etagen. Unten gibt es einen kleinen Raum, der zum Schlafen genutzt wurde. Und der Blick von oben ist gigantisch. Hier sollen die Beatles also irgendwo geschlafen haben? Nur in welchem Haus? Weißt du, wo die Beatles gewohnt haben? Ich denke dort drüben. Wenn du geradeaus gehst, kommt ein Haus. Da steht, dass die Beatles da geschlafen haben. Ist das links hinter der Meditationshalle? Okay, thanks. Okay, dann schauen wir uns das mal an, oder? Kommt dem Ziel immer näher. Ja. Doch auf dem Weg gibt es immer mehr zu entdecken. Boah, das ist ja riesig hier. Das gibt's ja gar nicht. Ist echt riesig, ne? Wollen wir mal in so ein Ding reingehen? Ja. Komm, mach mal. Hey Jude, all you need is love, überall. Ah, hier ist eine Treppe. When I find myself in times of trouble. Auch dieses Gebäude wurde zum Wohnen genutzt. Die Treppe führt hinauf aufs Dach. Wow. Hättest du das dir so vorgestellt, Vincent? Überhaupt nicht. Nee, ich hätte gedacht, dass das viel belebter wäre. In diesen Kuppeln konnte man im Schatten meditieren. Denn die Sonne brennt hier oben erbarmungslos. Guck mal hier, das ist jetzt hier das Haus vom Maharishi Mahesh Yogi. Maharishi Mahesh war in den 1960er Jahren ein berühmter Guru. Auch die Beatles sind von ihm fasziniert und beschließen, mehrere Wochen im Ashram zu leben. Um zu verstehen, was die Beatles an einem Guru so toll fanden, machen wir bei einem Arti mit. Wir haben den Guru um ein Interview gebeten und tatsächlich dürfen wir ihn treffen. Thank you. Unsere Fragen mussten wir vorher aufschreiben. Eine davon dürfen wir dem Guru stellen. Wir sind Journalisten aus Deutschland. Ich würde gern wissen, warum suchen die Menschen einen Guru auf? Die Frage beantwortet der Guru nicht selbst, sondern eine Assistentin. Das Wort Guru bedeutet wortwörtlich der Beseitiger der Dunkelheit. Doch wir müssen uns selbst fragen, welche Dunkelheit? Welche Dunkelheit ist es, die wir vertreiben wollen? So ein Guru hat eine große Anziehungskraft. Wie die Beatles sind auch wir fasziniert davon. Seit 1990 gibt es im Beatles-Ashram keinen Guru mehr. Wir finden auf der Suche nach dem Beatles-Haus die Meditationshalle, wo morgens alle zusammen meditierten. Die sind ja echt der Knaller hier, diese. Ja, das ist dann wohl so, um sich komplett abzuschotten. Da sind ja bestimmt 50 oder mehr von den Meditationsverliesen hier. In diese Zellen konnte man sich zum Meditieren zurückziehen, manchmal tagelang. Wir stoßen bei unserer Suche auf eine weitere Halle. Wow. Wow. Geil. Da sind sie doch. Das sieht auch cool aus hier. Beatles-Fans haben diese Bilder gemacht. Ursprünglich wurde die Halle aber zum gemeinsamen Beten genutzt. Und das macht man in Indien immer mit ganz viel Musik. Die
Beatles hat das damals für viele Songs inspiriert. Ist das der Platz, wo Sie gewohnt haben? Keine Ahnung. You don't know. Okay. Allein finden wir es einfach nicht. Wir fragen den Wärter am Eingang. Wissen Sie, wo John Lennon geschlafen hat? Nummer 9. Da oben. Nummer 9, 10, 11, 12. Da waren sie. Okay. Die Beatles haben also wirklich in so einer kleinen Hütte gewohnt. Guck mal hier. The Beatles Cave. Guck mal hier. Das sieht mir aus wie John Lennon. John Lennon, oder? Ein Fan hat hier John Lennons Porträt gemalt. Und endlich kann sich Vincent seinen Traum erfüllen. Genau hier werden auch die vier Popstars vor 48 Jahren gesessen haben, um Gitarre zu spielen. Here come the sun, da-da-da. Here come the sun, and I say, it's all right. Mission erfüllt. Für Vincent und für uns. Dieser geheimnisvolle Ort hat wirklich etwas Magisches. Ja,